Achso, ich kann mich bewegen. Sag mir das doch. Nathans Hinweise, die könnte ich jetzt theoretisch noch untersuchen, aber ich kann nichts aussuchen. Oder? Ja gut, er hat das Telefon. Aber ich kann es. Achso, entsperren. Ah! Ah! Okay. So, nehmen wir mal einfach den Systempuck hier. Was anscheinend nicht funktioniert. Ah, nee, Oops, da. bad code. Okay. Dann nehmen wir einen anderen. Okay, also die 4 mal die 1, das ist es schon mal nicht gewesen. So, er hat am 29.08. hat er Geburtstag. Achso. Dann machen wir das mal rein. 29.08. Yeah, I knew it wouldn't be that easy. Habe ich mir auch gedacht, aber ich meine, hätte ja sein können, ne? So, das sind dann die Daten, die er aufgeschrieben hatte. 0, 0, 5, 8. You locked it, dumbass. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zurück, ne? Aber wir kommen der Sache auf jeden Fall ein Stück näher. Let's start hacking. 0058 hatte ich jetzt ausprobiert. Weil wir nämlich jetzt einfach alles ausprobieren können, was ich aufgeschrieben habe und durchstreichen können. Boah, das finde ich gut. Ja, manchmal ist es ja doch zu was nütze. So, 9535. Wahrscheinlich ist überhaupt gar keiner von diesen Codes richtig. Oops, bad code. Okay, der war's auch nicht. Dann versuchen wir mal 4436. 4436. Yeah, I knew it wouldn't be that easy. Ja, was daran jetzt leicht sein soll, weiß ich nicht, aber egal. Dann 5431. Funktioniert wahrscheinlich auch nicht. You locked it, dumbass. Ja, das dachte ich mir. No, we can snap all these pieces together. Roger that. I'm gonna study the board and try to connect all these dots. Ja, machen wir ja schon die ganze Zeit. So, viel haben wir ja nicht mehr übrig. Also die 1993, die könnten wir theoretisch auch nochmal probieren. Um das jetzt mal komplett auszuschließen. Es könnte auch nur 1995 sein. Oops, bad code. Dann probieren wir 95. Yeah, I knew it wouldn't be that easy. Gut, dann probieren wir es nicht. Dann probieren wir die 9988. Ist so einfach, dass man es nicht nehmen sollte, aber. You locked it, dumbass. Okay. Ich sag ja, ich bezweifle irgendwie, dass einer dieser Codes uns weiterbringt. Es kann aber eventuell wirklich. Ups. Eventuell I'm so wirklich noch glad you're sein, working with me on this. dass wir das Datum nehmen könnten. Nee, das Datum können wir nicht nehmen. Wir haben ja schon aussortiert. 54,2. Könnte natürlich auch auf. Hier ist noch 5,43. Könnte natürlich auch sein, dass der das nicht ausgenullt hat. Ich schreibe das mal vorsichtshalber mit auf. Nee, 54,31 ist das da unten. Aber oben 542, das hat er ja so unterstrichen. Es könnte jetzt sein, dass davor oder danach eventuell eine 0 drin ist. Könnte aber auch sein, dass ich hier völlig auf dem Holzweg bin. Also 542. Oops, bad code. Ja, dachte ich mir schon fast. 542 und da die 0. Yeah, I knew it wouldn't be that easy. Okay, also das ist es auch nicht. Dann haben wir 0198. Da gehe ich mal von aus, dass die Nummern wahrscheinlich gar nicht funktionieren. 0198. You locked it, dumbass. Okay, aber es könnte ja theoretisch sein, dass er da irgendwas mit seiner Telefonnummer Let's start benutzt hacking. hat.
Genau, niemand hält mich auf. 7063. Normalerweise ist es ja immer die allerletzte Zahl, die man hat. 7063. Ups, bad code. Ist es auch nicht. 1010. Einer der dümmsten Codes, die man nehmen kann. Aber naja, wer weiß. Ja, yeah, I knew it wouldn't be that easy. Dann habe ich jetzt nur noch 8603. Danach habe ich keine Ahnung mehr. 8603. You locked it, dumbass. Ja, dann habe ich keine Ahnung mehr. Jetzt haben wir hier schon alle Daten durch, die da drin sind. Ich könnte jetzt anfangen, das Nummernschild irgendwie, dass man da die Buchstaben gegen Zahlen austauscht oder so, aber ...1995 ist er geboren. Okay, aber das habe ich ja trotzdem auch schon aufgeschrieben. 555. 8603 habe ich aufgeschrieben. 1010, 7063 war es nicht. 0198 war es nicht. Man könnte jetzt theoretisch dreimal die 5 und dann 0718 ausprobieren. Oder, Moment, dreimal die 5. Dann haben wir die 0 7 7 1 8. Könnte man theoretisch auch noch ausprobieren. Oder wir könnten noch seine Noten ausprobieren. 3 7 4 0. Das ist jetzt schon höchste Detektivarbeit hier. Aber rein theoretisch könnte das ja auch sein. Wer weiß, ich meine, ich bin am Verzweifeln. Also es würde mich jetzt alles irgendwie... Alles, was er durchgestrichen hat, kann man nicht mehr lesen. Man könnte theoretisch auch noch die Puck nehmen. Das wäre dann die 8, 7, 8, 9. Oder am Ende die 7, 8, 0, 8. So, das wären dann aber wirklich alle Zahlen, die ich irgendwo irgendwie eingeben kann. Also 7808, da fangen wir mal mit an. 7808. Ups, bad code. Ja, hätte mich auch gewundert. 8789. 8789. Yeah, I knew it wouldn't be that easy. Ja, wer weiß. Ich meine, 8978 könnte man theoretisch auch noch ausprobieren. Das wäre dann genau das in der Mitte. You locked it, dumbass. Okay, das ist es dann auch nicht. So, dann hätten wir noch dreimal die 5. 5. Dann entweder die 0 am Ende. Oops, bad code. Oder die 7 am Ende. Yeah, I knew it wouldn't be that easy. Oder die 8 am Ende. You locked it, dumbass. Let's start hacking. Ja. Noch gebe ich nämlich nicht ganz geschlagen, aber danach wüsste ich wirklich nichts mehr. Die 1 am Ende hatten wir noch nicht. Oops, bad code. Dann könnten wir noch 7718. Yeah, I knew it wouldn't be that easy. Oder 0771. Beziehungsweise 1 wüsste ich sonst noch. 0771. You locked it, dumbass. Ja.
0718, hatte ich das jetzt eben schon probiert? 0771 hatte ich jetzt, glaube ich, schon, ne? 0718. Ich glaube, ich habe es schon probiert, aber... Ups, bad code. Okay. Ich habe hier oben noch die 3740 stehen. Yeah, I knew it wouldn't be that easy. Okay. Ja, ich bin ganz ehrlich, ich habe absolut null Ahnung. Da wir uns die anderen Sachen jetzt nicht mehr angucken können und wahrscheinlich auch sonst nichts haben, was uns irgendwie weiterhilft, erst 19 Jahre. Ja. Hi Max, wollte nur mal nachfragen, wie die Suche läuft. Wir arbeiten uns voran. Ich hoffe sehr. Halt mich auf dem Laufenden. Komm später vorbei, wenn du feiern willst. Ja, schön wär's. Achso, da zurück. Meine Mama hat mir auch geschrieben. Kein Kommentar. Ich habe Lisa am Leben erhalten. Ach, das war doch die Pflanze, oder? Also sind wir noch sicher. Solange ich da bin. Ja. Ich bin aber jetzt nicht mehr da. Unbekannte Nummer. Halt eine große Klappe oder ich mach dich platt. Ich weiß, wo du schläfst. Ey, Nutte, Manzen gehören ausgelöscht. Fick dich selbst. Justin. Okay, mache ich. Wofür? Das ist alles? Fragt Nathan. Er kennt ihn, glaube ich. Okay, mache ich, danke. Ach so, okay. Warum ermittelst du ohne meine Hilfe? Nein, mir nur gelangweilt. Wir unterhalten uns bald, danke. Okay, aber du kannst keine Geheimnisse vor der Star-Reporterin Juliette Watson verheimlichen. Hallo? Ja, nix, hallo. Ich ignoriere dich gerade. Ist es nicht. Ich mag es nicht, wenn Fremde meine Nummer haben, okay? Ich auch nicht, entschuldige. Ich erfülle nur meine Rolle als Vater. Ich weiß, die Woche war hart für dich. Sie ist fast vorbei. Ich rufe euch später an, okay? Da ist jetzt also nichts, was uns irgendwie weiterhelfen könnte. Gut, beziehungsweise nicht gut. Können wir mit ihr vielleicht nochmal sprechen darüber? Hey Max, see if you can put together all those Rubik's clues. Just holler if you need any info while I go online to make sure we haven't missed anything. Ja. Anscheinend nicht. Und die Sachen haben wir hier auch schon alle untersucht. Und ich gehe mal stark davon aus, dass hier nichts ist, was der Nathan jetzt irgendwie verwenden würde als Code. Ja, ich sage es wirklich nicht gerne, aber es ist das erste Mal, dass ich jetzt so richtig in einer Sackgasse stecke. Normalerweise ist es so, dass ich sage, ich stecke total in der Sackgasse und dann komme ich doch irgendwie weiter, weil ich, weil ich dann doch noch irgendwas anderes finde oder irgendwo blöd über irgendwas stolper oder sonst was. Aber ich habe hier gerade absolut wirklich null Plan von dem Ganzen. Und ja, ich will ehrlich sein. Ich meine, ich weiß, andere Kollegen machen es nicht immer so, sind nicht immer so ehrlich. Aber ich will ehrlich sein, ich brauche jetzt Hilfe. Deswegen, ich mache hier mal einen kleinen Cut und werde das Ganze dann dementsprechend zusammenschneiden, weil... Don't stop now, Max. Ja, ja. Almost there. Ich höre nicht auf. Ich möchte nur versuchen, den Code zu besorgen. Ja, weil ich wirklich absolut keine Ahnung habe, wie das jetzt hier weitergehen soll. Deswegen nehmt es mir bitte nicht übel. Aber bevor ich jetzt irgendwelche sinnlosen Kombinationen teste, ich meine, das würde natürlich auch gehen, aber da wären vielleicht 3 Milliarden Kombinationen drin und die möchte ich nicht alle vor laufender Kamera testen. Die möchte ich auch so nicht testen, sagen wir es mal so. Deswegen werde ich jetzt was machen, was ich normalerweise nicht mache und auch normalerweise eigentlich nicht gut finde. Aber naja, es hilft einfach nicht, weil ich komme ums Verrecken nicht weiter. Ich werde gucken, ob ich irgendwo Hilfe bekomme und werde das Ganze dann als Video weiter zusammenschneiden. Oh, now I'm finally getting somewhere.
Ja, eventuell erreichen wir was. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wenn ja, dann beiß ich mir gerade sonst wohin. Und zwar die Schülerakte. Die haben wir ja durchgelesen. Er hat am 29. August Geburtstag. Also habe ich natürlich 2908 probiert. Wenn man jetzt aber, das ist die deutsche Übersetzung, wenn man jetzt aber das englische Original nimmt, steht da August 29. Und ich beiß mir gleich in den Hintern, wenn das jetzt wirklich so ist, wie das, was geschrieben wurde im Internet. Nämlich, dass man die Zahlen umdrehen muss, da das ja im Amerikanischen ist. Das heißt 08 für August. Und dann den 29. Okay, ihr dürft jetzt live dabei zusehen, wie ich mir in den Hintern beiße. Nein, aber mal ganz ehrlich, ich meine, man liest das im Deutschen, man liest da 29.8. Warum zum Fuck können die das nicht einfach genauso schreiben wie im Englischen, wenn das doch relevant ist? Ganz ehrlich. Okay, das ist jetzt alles auf Englisch geschrieben. Achso, Moment, ich kann es ja übersetzen. Was geht? Brauch G. Okay, cool. Alter, du hast mir Wasser verkauft. Arschloch, beruhige dich. Gib's mir. Auf dem Weg. Bleib weg, Bullen am Strand. Okay, ja. Yes. This is all about Nathan trying to score for the Vortex Club party. Bist du da? Fette Fete heute Nacht zu Hause. Unterwegs. Stopf die Pfeife. Ja. Okay. Nathan was jonesing hard the night of the party. He didn't have enough drugs. Brauch's dringend. Ich mache keine Hausbesuche. Du hast ein Auto. Keine Zeit. Ich zahle das Doppelte. Allerdings, wehe, du hast es nicht im Bar. Keine Spielereien. Adresse? Ich rufe dich für eine Wegbeschreibung an. Auf dem Weg. Halt das Geld bereit. Drug dealer drama. Alter, bist du wach? Was willst du? Kokain, Skido, Axid. Du kannst den Nachtaufsch Du zahlst den Nachtaufschlag. Lass mich nicht warten. Sorry wegen vorhin. Brauche mehr. Bist du da? Ja, komm nicht und fick dich. Ja, um 3:31 Uhr, glaube ich, würde ich auch sowas Ähnliches zurückschreiben. Nathan, you're out of control. Yo, brauch Gras, etc. Sofort. Beruhig dich, flippst du aus? Bald. Sei cool, bitte. Strand, benimm dich diesmal. So it was you. Now I can officially call you a psycho stalker. Halt deine große Klappe oder ich mach dich platt. Ich weiß, wo du schläfst. Alter, das habe ich heute schon mal gelesen. Ihr habt das in einer der letzten Folgen auch mitbekommen, weil das nämlich die Nachricht, ich glaube in der letzten sogar, weil das die Nachricht an mich war. So, jetzt untersuchen wir den ganzen Dreck hier Take a mal. breath, Max. Scheiße. Go through all this data and you can find out where Nathan took Kate after the party. Wo Nathan Kate nach der Party hingebracht hat. Oh mein Gott. Okay. Wann war denn die Party? Moment. Konnte man das nicht da auf dem Flyer sehen? So, this infamous party was the fourth. 4. Oktober. Okay. 4. Oktober, das ist noch nicht Oktober. Das ist auch kein. Also, das ist. Ach so, das ist Oktober, aber der 7. Das war jetzt auch alles der 7. Ist ja wieder amerikanisch. So, 4. Oktober, okay. Das ist schon mal der richtige Tag. Hallo? Ach so, da kann ich von jedem nur eins aussuchen. Ah, okay. Wir brauchen den Oktober. Mann, ist das ein Scheiß, da wirklich das rauszusuchen, was man haben will und ansehen will. 4. Oktober. 4.10. Oh, perfekt. Okay. Und. Was Frank meeting Nathan at the junkyard? That beach is like Frank's main office. Das sollte wahrscheinlich der 7. sein, wenn ich das richtig I gesehen know Nathan wasn't looking for Bigfoot in the forest. habe. Heißt das jetzt 2013 eigentlich? Ich denke mal, ne? Somebody is stocking up on gas. Also, Why? 4.10. Da ist was bei. Wählen wir mal das Foto aus. Fail. Abort.
Wrong clues. Wählen wir mal nicht das Foto aus. Okay, dann halt nicht. If Joyce knew what Nathan did to Chloe, she would fry his ass. Ja, ich glaube, das würden wir eigentlich alle. Oh, that has to be the Prescott estate. Poor rich Nathan. Da steht doch auch für... Ja, 4. Oktober drin. If I can match one of the text messages and transactions with Frank, then I can find the exact location. Okay, dann schauen wir mal weiter. Not much out there. Nochmal 4. Oktober. Damn. I must have Scheint dir aber trotzdem something. Nicht zu gefallen. No doubt that Nathan stays in his dorm room. So he could be hiding clues there too. Ja. Wie auch immer. This is like goddamn math. I suck. Ach, langsam kannst du mich mal. Ich wähle jetzt hier einfach mal alle aus. I should search for texts and locations and die jetzt keinen Oktober drin hatten. Okay, das scheint nicht zu funktionieren. Nope. Maybe I should try to link other clues together. Max, just match the right text message with the right account book entry. Then you'll finally discover where Nathan took Kate. This makes no sense, Max. Ich weiß. Okay, this is just sad, Max. I'm pretty sure everything happened during that last Vortex Club party. Those clues are not related. Also irgendwas stimmt anscheinend hier oben nicht. Aber wir haben hier den 4. Oktober. Da hat er was gekauft. So. Ach so, Moment. Stand da Rod? Doch, da stand Rod. Das muss richtig sein. Das ist nicht mehr der 4. Oktober. Das ist auch nochmal 4. Oktober. Ach so. So, was hatte ich jetzt eben ausgewählt? Das? No. Wir gehen einfach nochmal alle durch, Kate ohne zu gucken. Ich glaube, das geht schneller, als wenn ich jetzt nachdenke. No logical link between those clues. If I can match one of the text messages and transaction, looks like this is not relevant at all. Oh, you're treading water, Otter. Try again. Since Kate left the party early with Nathan, I should search. Nope. Das bringt uns nicht weiter. Maybe okay. I should try to link other clues together. Vielleicht muss ich mit dem Papier hier irgendwie. Also wir haben den 4. morgens um 5. Nee, nachts. Nicht nachts, abends um 5. Vierter, Zehnter. Da ging er zu ihr. So, this infamous party was the 4th. So, und um 8 Uhr fing die Party aber erst an. Ach so, um 8 Uhr. Erst um 5 dahin. Moment, dann nehmen wir jetzt hier erstmal die Auswahl aus. Aber das war doch die einzige Auswahl, die den richtigen Tag drauf hatte, meine ich. Nee, um 8 Uhr. Das ist nach der Party. Okay. Okay. das ist dann auch nochmal nach der Party, glaube ich, ne? 11 Uhr, genau. Das müsste eigentlich auch richtig sein. Die Frage ist jetzt nur, was wir jetzt von hier unten nehmen. The right combination. Haha! Chloe, blind links, ohne zu gucken. This is definitely the place. Let me dig up some more clues here. Nope. Nothing, Max. There's nothing here. Just some shitty old barn. Let's keep searching and find out who owns this haunted barn. I'm on this. Hold on. Somebody named Harry Aaron Prescott. I'm shocked. Should we call the police? Fuck that. You know the police here are like Nathan's private security, right? That's so messed up. As you've noticed, this whole town is messed up.
We can't trust anybody except each other. So we have to go out to that farmhouse by ourselves. I was afraid you'd say that. We could call Warren since he kicked Nathan's ass. It's just the two of us, nobody else. And I'm not scared at all. You have the power. I feel like we're this close to finding Rachel. We have to find her, Max. We will. But remember, my power isn't infinite. We still have to be careful. Und ich habe sie schon einige Male am PIN-Code verballert. Yes, sir.